Mann, das war anstrengend jetzt. Diese, hast du gestern noch lang gesessen? Bis nachts um 23:30, die letzten Tage immer. Bis 10:30, 11, 11:30. Lauf noch rüber. Jetzt geht's. Da muss reingehen, da den Bestelmeier. Menschen sind jetzt noch schöne Tieren, ne? Das war noch Zeit. Das kann ich aber. Naja, Bestler. Du, also ich muss dir nur noch was erzählen. Das Halberstadt kann es ja nicht mehr fotografieren. Ja. Das war vertikal entworfen von mir für die Innenstadt. Ja. Das hat er horizontal gemacht. Ja. Das ist einfach kein... Er sucht dann einfach. Ja. Also, das sucht er in den Büchern rum, sucht der Sattel zusammen. Ja, das ist schrecklich. Und das macht er dann halt. Das ist aber immer klar. Und ich weiß ja, ich bin sehr ganz vorsichtig und sage, hier ist es denn richtig. So. Da ist er. Schön. Das sieht man auch deutlich, wie es dezimiert worden ist. Der mittlere Teil, der noch über den Petwell-Ring ging. Ne, der war ja eigentlich ursprünglich viel ausladender. Bis zu diesem vorderen Verbreitung war es nochmal so eine einladende Geste. Die hat der Merz damals uns gekillt. Das weiß ich noch. Mit einem Machtwort. Karlsruhe war mir mit meiner Heimatstadt Saarbrücken dermaßen ähnlich. Gründerzeit, Sandsteingebäude, also das war für mich gar nichts Neues. Und München wäre das nächste gewesen und da habe ich, da ich mich gut kenne, da war der Freizeitwert so groß. Ich wusste genau, da wirst du mit dem Onkel Skifahren gehen und die Berge und die Seen und da kannte ich mich so gut. Und von Stuttgart, das war so auf halber Strecke, hatte ich gehört, weil diese Namen Schmidt, Henner und Bonatz, die waren damals, das kannte man, ne, aus dem Kunsterziehungsunterricht. Und dann hatte ich in Stuttgart Station gemacht, in Heidelberg, und habe dann mal so eine Staustufe von Bonatz da bei Heidelberg gesehen. Und habe gesagt, Mensch, das müssten eigentlich gute Architekten sein. Das war der Grund, weshalb ich nach Stuttgart ging. Und wenn ich das gerade noch fertig mache, Fritz, ne, dann bin ich als Saarländer dort angeheuert an der Hochschule. Und zwar erstmal, wie man so als Student wohnt, preisgünstig in der Peripherie, irgendwo da Weil im Dorf, also irgendwie im Norden von Stuttgart, musste mit der Straßenbahn reinfahren. Und der Fritz Auer, der kam aus einer anderen Ecke. Nee, du kamst auch aus dem Norden. Ja, er kam aus Ludwigsburg, kam auch aus dem Norden. Also da haben wir uns praktisch in der Straßenbahn kennengelernt. Keine Straßenbahn. Vorortzug hieß es. Ja? Es war ein Zug. Und du meinst, es war eine Straßenbahn? Aha, die geht doch nicht mehr. Wir sind doch in Stuttgart-Nord ausgestiegen immer. Ja, nee, ich bin aber in der Thüringenstraße mit der Bahn ausgestiegen. Ist er mit dem Zug gekommen und ich mit der Straßenbahn. Aber wir hatten zum Weißenhof hoch den gleichen Weg. Und da hatten wir sogar schon viel Zeit zusammen, allein durch den nicht Schulweg, aber durch den Weg zur Uni. Und dann während des Studiums, dann merken. Mach mal einen Stopp, Carlo, hier, dann erzähle ich. Stopp. Dann erzähle ich mal, oder geh mal bis zur Immatrikulation. Bitte? Geh mal bis zur Eignungsprüfung und Immatrikulation. Ja. Soll ich die noch machen? Dann mache ich meine Geschichte dazu. Ja, okay. Also nur bis zur Immatrikulation. Ach, das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt von diesen drei Hochschulen, die für mich zur Diskussion standen: Karlsruhe, München, Stuttgart. War Stuttgart die einzige, die eine Aufnahmeprüfung verlangte. Und da habe ich mir gedacht, also da muss ja ein bisschen besser sein. Ne? Und München, Freizeitwert, da war ich irgendwie gegen mich selber zu skeptisch. Ne? Der Professor für die Gestaltungslehre, das war der Debus, wie hieß denn der mit Vorname? Weiß ich jetzt nicht.
Debus? Maximilian, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der, also der gab schon Kompositionselemente aus dem Bauhaus, Linie, Strich, Punkt und also sehr grafische Elemente, musste man so kompositorische Zeichnungen machen. Das waren so die drei wichtigsten Sachen. Ich glaube, das Idealhaus und das Fahrrad und dieses kompositorische. Ja, und dann bist du noch gefragt worden, wenn es die gleichen Fragen gewesen wären, bist du gefragt worden, welche Architekten kennst du? Ja, da bin ich auch gefragt worden. Welche sind Ihre Lieblingsarchitekten? Dann habe ich Bonatz Schmitthenner gesagt. Dann haben die auch gebohrt. Und dann ist mir zum Glück, weil von Stuttgart kannte ich gar nicht so viel, ist mir zum Glück von Heidelberg diese Staustufe, das hat mich beeindruckt. Das ist ein Ingenieurbauwerk am Neckar, aber mit Sandstein verkleidet, damit es da in die Gegend passt. Das ist mir eingefallen, das habe ich als Beispiel genannt. Ah gut, stimmt, das haben sie auch noch gefragt. Also dann erzähle ich jetzt meine Geschichte, wie es ging bei mir. Ich hatte überhaupt keine, also ich war, wie gesagt, gar nicht vorbelastet und hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann war es so, dass ich mir lange überlegte, was machst du? Ich hatte ja mal zwischendurch überlegt, dass ich Tierpräparator werden will. Aus welchen Gründen, weiß ich gar nicht mehr. Und dann kam ein Ereignis, meine Eltern, die wollten schon immer, also auch in den noch in der Vorkriegszeit, ein eigenes Haus bauen bei Tübingen. Es gab Pläne von einem Architekt Wiemken, der war Assistent von Bonatz und über Umwege wieder verwandt, über die elterliche Seite, über die väterliche Seite. Der hat da sehr schöne Schmitthenner Pläne noch gezeichnet, so rote da, so rot gepauste und so weiter, die habe ich übrigens auch noch. Also auf jeden Fall, die Pläne hat er den Handwerkern dann immer dargelegt und erklärt, was sie machen sollen. Und ich war so fasziniert, dass die Handwerker dann es tatsächlich auch gemacht haben. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist doch eigentlich spannend, dass einer sagen kann, via Zeichnung, was werden soll. Und dann darauf kam ich dann und sage, ja, vielleicht, wenn der das kann, dann könnte ich das vielleicht auch probieren. Ne? Man muss sich dann anmelden fürs Studium, also noch vor der Eignungsprüfung. Und da war dann auch noch erforderlich, also so eine Art Vorpraktikum. Das hast du wahrscheinlich auch noch gemacht, Carlo, fürs Studium. Also ich musste noch auf die Baustelle, ich musste bei den Zimmerleuten arbeiten noch. Ach so, ich hatte vorher immer schon immer auf Bau, also Ferienjob, so ja. Ein bisschen Geld schon, für deine Reise. Okay. Also, und dann bin ich an einen Architekten geraten, da im väterlichen Schwarzwald, da wo mein Vater herkam. Und das war noch ein Schmitthenner-Schüler. Der hat damals diese ganzen, um Böblingen rum war ja sehr viel zerstört, Deckenfront zum Beispiel, hat der aufgebaut wieder. Ne? Ja, richtig. In dieser heimischen Architektur. Ja. Ne? Und bei dem habe ich dann so ein paar Monate gearbeitet. So. Bin mit meinem Fahrrad da immer nachts da in den Schwarzwald gefahren. Und dann kam eine andere Sache noch dazu. Ich hatte einen guten Freund und als der hörte, dass ich mich für Architekturstudium interessiere, hat er mir mal zum Geburtstag so ein ganz bescheidenes, so ein flaches Buch da geschenkt von Theodor Heuss über Hans Pölzig. Das habe ich heute noch, das Buch. Und das habe ich mir mit Interesse und das war natürlich was ganz anderes, als ich je wusste von Architektur und so. Und dann kam diese Eignungsprüfung in Stuttgart. Und da waren also die gleichen Aufgaben, die du geschildert hast. Komposition aus 5 Punkten und 6 Linien und Quadrat und Rechteck. Fahrrad, Streichholzschachtel solltest du zerlegen in so eine, also in eine Flach, wie ist die zusammengebaut, in Flächen. Und dann kam das Traumhaus oder Lieblingshaus. Also da wäre ich bestimmt durchgefallen, wenn es nach dem gegangen wäre. Da habe ich irgendwas, ich glaube, es war so irgendwas wie ein Fliegenpilz mit einer Palme oder irgend so ein Quatsch. Und dann kam die Frage, die mich, glaube ich, gerettet hat, welche Architekten kennen Sie? Dann, ich kann ja nur Bonatz, ich kann ja nicht mal Schmitthenner. Also Bonatz natürlich vom Hauptbahnhof und dann konnte ich Pölzig nennen. Und ich glaube, das war dann der Durchbruch, ne? Weil das...
Da waren die wahrscheinlich platt. Ne? Ja. Und gut, dann wurden wir also beide dann aufgenommen. Und er kam von Weilimdorf, der Carlo, und ich von Ludwigsburg. Ich habe da bei einer Tante auch so unterm Dach gewohnt, die ersten, um Geld zu sparen. Und auf dem Weg zum Waisenhof hoch, also das war noch die, weil ja die eigentliche Staatsbauschule und die technische Hochschule, die waren ja alle ausgebombt in der Stadt, in der Innenstadt. Und da war also das Architekturstudium, ging damals noch oben zusammen mit der Akademie oben im Pankow-Bau. Im Pankow-Bau oben. Und da ging es immer so vom Stuttgart Nord oder je nachdem Thürlenstraße, wo wir da ausstiegen. Haben uns öfters mal getroffen und da ging es so durch so Weinberge noch, durch so ein schmaler Fußbergweg, bis wir dann oben an Weißenhof kamen. Und so fing man dann mit dem Studium an. Man kann vielleicht noch eines dazufügen, es war schon stark die gemeinsame Fahrt, weil wenn du läufst, hast du automatisch Zeit und man kann mal drüber reden, was erwartet uns heute, was haben wir gestern falsch gemacht und so. Vielleicht auch diese Zeit war wichtig, die wir allein durch den Fußweg gemeinsam hatten. Aber Fritz, es war auch so, dass man dann in der Unterstufe auch schon so, also was ich sehr befruchtend fand, war, dass wir dann unten in der Kantine mit den Künstlern, mit den Buchdruckern, mit den Malern zusammensaßen. Das war also ein lustiges Völkchen auch. Aber auch in unserem Semester kriegt man ja dann doch mit der Zeit so raus, welche sind die interessanteren Typen, ne? Und wahrscheinlich haben wir das auch gemerkt und haben uns gegenseitig sympathisch gefunden. Da waren aber noch ein paar andere, also für mich waren das so 3-4 Leute, die der Heinz Hartl war das, ja. Der Christoph Parade, ne? Und ja. Der Dietz Beulwitz, der ist dann vielleicht später dann Architektur, wie sagt man, berufsmäßig nicht so, hat sich nicht so weiterentwickelt wie wir. Aber das waren so die interessanten Leute. Ja. Und du, Carlo, warst bei der Gruppe Besenfelder. Besenfelder. Und ich kam zufällig in die Benisch-Gruppe, ne? Und deswegen wollte ich es erzählen, weil ich eigentlich vom Besenfelder war mein Tutor. Aber da man da so rum oszilliert und guckt, was machen die anderen, bin ich oft an eurem Tisch gesessen, weil da nicht wegen dem Fritz Auer, den habe ich erst später schätzen gelernt, aber da kam einer, der auch ganz gute Korrekturen gegeben hat. Und das war der Günter Behnisch. Deswegen wollte ich Behnisch kam ja immer. Das war dann im Sommer, glaube ich, irgendwie, waren dann hauptsächlich im Sommersemester. Und der Benisch, der kam dann immer so Hemd, also völlig ungewöhnlich gegenüber den anderen Assistenten, die waren alle so korrekt angezogen. Und der Benisch, der kam immer mit so einem offenen, leichten Hemd und Sandalen und war immer braun, der kam immer irgendwie vom Leutze oder woher. Und hat es so ganz lässig gemacht und hat eine sehr lässige Korrekturen gegeben. Du, darf ich mal sagen, weshalb uns das so imponiert hat, die Sandalen. Wir haben damals unser Anderssein als junge Studenten, wie sie es heute auch machen, durch Folgendes dokumentiert. Du hast mich öfters mal auf meinen Pullover angezogen, den man angesprochen, den man fast das ganze Jahr anhatte. Also so ein Pullover ohne Hemd drunter. Und dann haben wir die Sandalen ohne Socken oder unsere Schuhe ohne Socken getragen. Ne? Und das war jetzt auf der Studentenseite. Aber der Benisch kam so ähnlich lässig an und das hast du gerade. Ja, und dann war also der konstruktive Entwurf wurde dann abgegeben und Benisch hat dann so mal so nebenbei gesagt, aber was hast du denn vor? Kommt jetzt die Zwischenpraxis war obligatorisch dieses Jahr, ne? Aussetzen aus dem Studium und Zwischenpraxis einschieben. Und er hat gesagt, aber hast du nicht Lust, zu mir ins Büro zu kommen? Und hab ich gesagt, ja, wenn Sie meinen, dann mache ich das. Ne? Ich hatte ja keine anderen Vorstellungen. Ne? Und dann hat er so im Nebensatz noch gesagt, und wenn du noch einen weißt, den du gut findest, dann kannst du den auch noch mitbringen. Ne? Und dann habe ich den Carlo Weber genannt. Ne? Und weil wir uns also da schon auch persönlich und freundschaftlich und nicht nur also vom Studium her kannten, aber so einfach so durch das Beieinandersein und so. So kamen wir dann beide zu Benisch in die Zwischenpraxis. Da haben wir dann eigentlich schon, hat uns der Benisch schon in die Wettbewerbe dann reingeschmissen, Modell bauen und alles das ganze Zeug. Bitzelmeier war noch da.
Bitzlingmeier war es, glaube ich. Der hat schon früher Wettbewerbe gemacht. Aber der war später, glaube ich. Der hat auch erst Diplom gemacht und so weiter. Und wir waren halt Zwischenpraktikanten. Und dieses Jahr dann, da waren wir also quasi nur im Büro, mehr oder weniger, mit Benisch zusammen Wettbewerbe gemacht. Und da war ja dann keine Hochschulpräsenz erforderlich. Und zwar aber auch später, nach der Zwischenpraxis, waren wir eigentlich überwiegend im Büro. Überwiegend im Büro. Und sind dann immer nur zu den Vorlesungen oder zu den Übungen, oder wenn man das abgeben musste, sind wir dann in die Hochschule gefahren. Aber eigentlich war unser Platz im Büro. Da haben wir das Schwarzbrot gelernt, also die Werkplanung und für die Modelle und so weiter. Die hat ja oft der Bittlingmeier dann gefummelt und der Lutz soweit für die Modelle. Also ich kann mich nur so erinnern, haben die uns immer an der Uni oben einfach weggelotst, ne? Dass wir bei den oder aufzeichnen auch bei den. Ja, und die Wettbewerbe gehen ja, also wenn wir heute Wettbewerbe machen, da dauern die ja Minimum 3 bis 6 Wochen ein Wettbewerb, ne? Mit einem Team von 4, 3, je nachdem, mit einem riesen Aufwand belastet, beaufschlagt. Und damals hat man das innerhalb von einem Wochenende gemacht. Ne? Also ja, da ging es ruckzuck. Das Aufzeichnen war ein Wochenende. Macht man eine Stange oder Hohenstaufen-Gymnasium war Stange plus Queratrium. Ne? Immer A oder Und das ging ganz schnell, das ging ganz schnell. Da habe ich gesagt, Benisch hat immer gesagt, doch, das machen wir so. Und Benisch war ja, also ich habe ihn kennengelernt als einen sehr coolen Typen. Also überhaupt nicht emotional nach außen. Also wie es innen aussah, wusste man nie so genau. Ne? Also ich bin bis heute, oder ja, er ist ja jetzt immer, leider gestorben, ich war immer per Sie mit ihm. Und er hat uns halt ab und zu, Weber, jetzt komm mal her, oder Auer, oder Fritze, oder so. Ne? Also er hat es relativ leger genommen, aber ich habe immer per Sie mit ihm. Du Fritz, ne, man kann es so sagen, er hatte eine nicht perfide, aber eine präzise Systematik, je nachdem, was man vermasselt hatte oder nicht vermasselt hatte. Wenn man gut war, dann war man der Carlo oder der Fritz. Ne? Mhm. Und manchmal war man der Weber per Du. Und dann manchmal war man auch Weber Sie. Ne? Und also je nachdem, wie die Stimmung war. Aber ich dachte, du wolltest was anderes erzählen. Also diese Nuancen in der Nennung. Also das kann ich nur bestätigen, dass er war schon emotional und auch gefühlsmäßig begabt. Aber nach außen war er relativ cool immer. Ne? Und diese unterschiedliche Benennung. Und eine ganz, mal Weber du, mal Weber sie, war doch die Sache, Fritz, ich dachte, die wolltest du erzählen. Wenn das so ein Wettbewerb fertig war in dem kleinen Büro, das war nicht viel größer als von da bis halt da. Halt die Hälfte von dem die Raum. Hälfte vielleicht oder ja. So Drittel. Aufräume dann am Schluss noch. Ne? Dann hat er nur gesagt, also der Weber kehrt und der Carlo räumt auf. So ungefähr. Ne? Genau. Das war ein stehender Spruch. Das blieb dann hängen. Aber was man auch dazu sagen musste, wir hatten dann ein sehr enges familiäres Verhältnis. Wir waren quasi wie die adoptierten Söhne der Familie. Ne? Das hat sich sehr stark dann in der Zeit damals, da wurden Benis Kinder, waren noch ganz klein, ne? Die Sabine und die Charlotte, Stefan war noch gar nicht auf der Welt. Und da haben wir dann mit Benis zusammen abends noch Adventskalender gebastelt oder Kasperletheater oder lauter so Zeug. Also wir waren quasi sehr, sehr eng mit der Familie verbunden, bis in die Sommerferien immer rein, wo die Benis, die konnten sich dann leisten, in Ferien zu fahren und haben uns dann das Haus überlassen und haben uns dann das Haus auch manchmal ziemlich verwüstet dann. Einmal, Carlo, ne? Einmal, wo die Badewanne überlief. Jetzt geht's ins Archiv runter. Ja. Jetzt geht's in den Keller. Ah, aha. Oh, da sieht's ja aus wie im Mittelalter. Wieder hochkant. Jetzt laufe ich rückwärts, aber dafür bin ich von vorne. Mensch, was da sich da ansammelt. Umweier. So. Müssen wir es da abstellen, das Ding. Okay, ja. Gut.
Wir waren eine der ersten Partnerschaften in Deutschland die erste, weil wir uns ganz lange noch überlegt haben, wie nennen wir uns. Der Fritz wusste aus Amerika, dass gab es den Begriff Associates, übersetzt Assoziierte, haben wir uns damals nicht getraut. Heute nennen wir uns so, damals haben wir uns nicht getraut. Und dann gab es das Wort Partner, was man aber mehr für Lebensgemeinschaft oder so oder für Arbeitspartner gab. Und da kann ich mich noch erinnern, dass ich damals sehr stark für Partner plädiert habe. Es war vielleicht falsch, weil ich gesagt habe, Mensch, das kann man abkürzen, BP, das ist griffig wie eine Benzinmarke. Ne? Und da bin ich auch zugestimmt, sehr gut. Und wir haben es ja damals so genannt, Benisch und Partner. Ne? Aber damit waren unsere Namen so ein bisschen weg. Ne? Und so kam es dann zu dieser Partnerschaft. Benisch war für uns immer natürlich der Namensgeber, Benisch als Gründer, Bürogründer. Und er war auch für uns immer der Primus in der Paris, nach wie vor eigentlich bis heute ist es eigentlich so auch verstanden worden bei uns. Obwohl wir inzwischen dann natürlich auch erwachsen wurden. Wir waren ja sehr jung. Wie alt waren wir denn da? Also 66, da war 33. Den Olympiawettbewerb haben wir mit 34 Jahren gemacht. Benisch war 11 Jahre älter, der war 45, als wir den Wettbewerb gewonnen haben. Muss man sich mal vorstellen. Und das Vertrauen, dass quasi ein Preisgericht dann so einem jungen Team zutraut, so eine Arbeit zu übernehmen und auch durchzustehen. Das war wieder Eiermanns Verdienst. Das haben wir, Eiermann zu verdanken. Das haben wir wirklich Eiermann zu verdanken, der Benisch wohl anrief und sagte, Herr Benisch, der kannte Benisch eigentlich auch nur von seinen Projekten her, sind Sie in der Lage, das Projekt zu stemmen? Ne? Und Benisch, wie es halt so war, hat gesagt, na, selbstverständlich, Herr Eiermann, das machen wir und so, ohne dass wir wussten, wie was geht, ne, von was es da anbelangt. Aber jetzt kommen wir ja dann zum Thema. Da kam in irgendeinem Gespräch mit Benisch und so weiter, kam man dann auf die Idee zu sagen, ach, vielleicht machen wir was überhaupt nichts mit Architektur zu tun hat. So hat man damals gemeint. Ne? Wir machen eine Nicht-Architektur. Nicht-Architektur hieß das Thema. Und so angefangen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir eine Landschaft. Das Gelände war ja Topfeben, ne? Das war ja der damalige Flughafen von München. Ursprünglich war es Exerziergelände. Und da war ja, stand ja hier noch irgendwo, da der, ging der Kanal dann durch. Und da stand hier das Abfertigungsgebäude noch. Aus der Zeit, wo Chamberlain und Daladier nach München kamen, um dieses unzählige Münchner Abkommen zu unterzeichnen mit Hitler. Ne? War eigentlich ein historischer Ort. Das ist dann gesprengt worden. Und da war der Anfang aus der Schuttberg, der damalige Schuttberg, der war im Entstehen, er war noch nicht so hoch. Und das waren ja so Aushub aus der ersten U-Bahn-Abschnitten und aber vor allem überwiegend Trümmer des Abraum des Weltkriegs, ne? Der zerstörten Münchner Stadt. Das war die Situation. Dann gab es hier diesen Nymphenburger Kanal, diesen schmalen Kanal, den man eigentlich überhaupt nicht sah. Und dieses topfebene Gelände da nach Milbertshofen heraus. Milbertshofen war Niemandsland. Ne? Es gab zwar BMW noch, aber nicht den Tower. Ne? Und der Olympiaturm war damals, der Fehldesleiter hier im Modell, war damals fast fertig. Und es gab eine Eissporthalle, die gab es auch schon. Die war auch schon da. Ne? Und der Olympiaturm, das war ja so ein Postarchitekt, also ein Angestellter bei der Post, der den Turm. Und sonst gab es nichts. Ne? Also den Kanal, Anfänge des Bergs, der Turm. Und vielleicht sage ich noch schnell zur Aufgabenstellung und dann musst du weitererzählen, Carlo. Die Auslobung hatte drei Hauptbegriffe umrissen als Zielvorstellung, als Leitgedanke. Das waren Olympia der kurzen Wege, Olympia im Grünen und das war ein spezielles Anliegen von Daume, der war damals Generalsekretär des Olympischen Komitees, des Deutschen Olympischen Komitees, Verbindung von Spiele mit Kunst, Musen und so weiter. Diese Verbindung, also sportlicher Wettkampf mit künstlerischen Aktivitäten. Das war ein Anliegen hauptsächlich von Daume.
Und das waren diese drei Leitbegriffe, die der Auslobung so quasi als Präambel vorstanden. Das müssen wir dann später noch ein bisschen vertiefen. Also ein wichtiges Wort hat ja da Fritz Auer schon gesagt, durch dieses, also mit Nichtstadion, aber ich glaube, ein Nichtgebäude, Nichtarchitektur, aber das lief auch ein bisschen gleichzeitig mit einer ganz früh entstehenden Idee, auch wo wir dann später einen Begriff geprägt haben, Landschaftsarchitektur, weil in diesen Forderungen des Auslobers, die waren sehr gut gewählt, ne? Stand es eigentlich drin, dass es im Gegensatz zu 36 sein sollte, war eigentlich nicht drin. Ne? Es war nicht so explizit, glaube ich, drin, aber es war, glaube ich, unterschwellig bewusst, ja, dass der Auslober was anderes wollte als 36. Und die war sehr gut gewählt, diese Forderungen. Und eine der ersten Überlegungen war dann, was da irgendwo mitten auf dieser Wüste soll das Stadion entstehen. Und wir standen da, der Gipfel war noch nicht so hoch, wir waren da auf der Höhe. Ne? Und allein schon, vielleicht war das sogar das Entscheidende. Bis dahin konnte man das Gelände noch erfassen. Da wusste man, da geht irgendwie dann später der mittlere Ring durch. Ne? Da war schon der Dunst. Und haben gesagt, das könnte doch alles erst mal hier sein, alles da. Und das war gegen die Auslobung. Damals waren die Wettbewerbsauslobungen noch etwas offener, heute sind sie härter. Und es haben auch einige andere Architekten auch gemacht, zum Beispiel der Gerkan hat damals mit Ort, glaube ich, mit Tim Ort, der zweite Preis. Und hat es hier gehabt? Nur Heine hat es dort gehabt. Der hat es dort gehabt, der hat es ganz brav gemacht, wie man es musste. Ne? Aber es waren einige, die über die Auslobung hinaus das riskiert haben. Und das muss die Jury überzeugt haben, dass es nicht nur einer war. Sondern, aber das erzählen wir vielleicht später, dass wie der Wettbewerb, man hat uns erstmal, das sind auch vielleicht andere Gründe, wir waren erstmal aussortiert schon. Ne? Vielleicht auch, weil wir uns über diese Auslobung Es ging wegen dem Dach, weil ich glaube, die wollten, das war ihnen zu utopisch, ja, der Wettbewerb. Ich glaube so, wahrscheinlich, ja, also ich glaube, aber es kann auch am Standort gelegen sein, also man weiß es nicht. Ich gesagt, hier ist der Berg. Den haben wir schon, da kann man gucken. Wir haben das Wasser, wir haben hier schon Anfänge, wir haben hier die Landmark. Und dann kam immer stärker die Überlegung raus, und das geht ja dann auch mit den Forderungen der Auslobung zusammen, die Jugend, wie kann die sich da bewegen und frei bewegen, kam also immer stärker die Idee, eigentlich eine Landschaftsarchitektur zu machen und auch zu versuchen, wenn große Gebäude stehen, also wie der Fritz eben sagte, auf diesem Tablett der Bewerbung, da standen die Gebäude wie so Schüsseln rum. Ne? Wir wollten keine Hochbauten, also haben gesagt, da brauchen wir doch gar keine Hochbauten mehr. Wenn wir die Landschaftsarchitektur erstens mal schon machen wollen, dann können wir doch versuchen, die Gebäude möglichst kongruent oder wie sagt man da, landschaftsbezogen zu machen. Ne? Und da kam die Überlegung mit dem Krater. Ne? Das ist eine ganz alte Form des Stadions. Das waren ja die klassischen Stadien, waren ja auch so in die Landschaft eingebunden, in Griechen, in Epitaurus und so weiter. Peloponnes, ja. Und haben dann versucht, auch die Sporthalle und die Schwimmhalle praktisch als große Krater zu machen. Und jetzt greife ich nur ein kleines bisschen voraus, aber das ist eher das Metier wieder von dem Fritz. Später, als wir dann überlegten, ja, irgendwo muss man ja was gegen Regen und Schutz und Klimaschutz machen, wie macht man denn das, was man unbedingt bauen muss? Und da haben wir uns ganz stark, war das eigentlich ein Stichwort, möglichst eine Architektur, die mit der Landschaft geht. Ne? Also, das konnten keine Schüsseln à la Kenzo Tange oder so sein, keine Hochbauten. Ne? Und das hat uns aber, da kann der Fritz ja noch mal genauer erläutern, wie man dann zu diesem eigentlich, die Hochbauten, die eigentlich ja praktisch nur über der Landschaft schweben. Und das war ein wesentliches Konzept und das hat
am zweiten Tag dieser Jury wohl der Egon Eiermann gemerkt und hat das Ding noch mal reingeholt in die engere Wahl. Und er war nicht nur ein guter Architekt, er konnte wohl auch weit blicken und gut argumentieren und muss die Leute überzeugt haben. Vogel und Strauß und Daume. Ja, Vogel, Strauß und Daume. Und der Pöhner war noch der Geldgeber. Ne? Das war der Gegner. Ja, der war der Gegner eigentlich, ja. Und, aber irgendwie hat er es geschafft. Und also ich glaube, das ist das Wesentliche, dass es einmal aus dieser Krater- und Erdgeschichte, die wir schon kannten, die Sachen von Polen und von dem Wunsch oder von dem Bedürfnis, diese Landschaft irgendwie zu gliedern, dass wir gesagt haben, wir setzen ganz stark auf dieses grüne Thema, ne? Was normalerweise diese +6-Ebene hat. Und der Berg ist natürlich dann auch noch vergrößert worden. Ich glaube, wo es am meisten aus dem Ruder gelaufen ist, war es von den Kosten her, ne? War wahrscheinlich das, wo wir eigentlich noch nicht richtig wussten, wie wir es bauen sollten. Ne? Wir wussten nur, wie es aussehen sollte. Ne? Also, der Fernsehturm war die Landmark für weit, der Berg auch. Sieht man auch jetzt, wenn die Stadt ihre Reklamebilder macht. Und die Landschaft, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Aber vielleicht soll man noch kurz einfach mal darauf eingehen, wie es entstanden ist dann. Also wir haben dann auf dem großen, das war dieser Maßstab. Dieser Maßstab haben wir uns also eine große Tischplatte gemacht. Wir haben in Chemnat in so einem aufgelassenen Bürogebäude da gearbeitet, also gar nicht im Büro, das wäre zu klein gewesen letztlich, obwohl wir am Anfang eine ganz kleine Truppe waren, also eigentlich nur du und ich und da wäre sie. Ich glaube, sonst war im Anfang, glaube ich, gar niemand dabei. Aber ist egal. Also so nach meiner Erinnerung. Und wir haben eigentlich gesponnen. Ne? So. Es kam irgendwie eines zum anderen. Es waren diese seltenen Momente, wo zum Beispiel sowas, eine Erkenntnis aus dieser Begehung, die der Kaller geschildert hat. Und dann die weiteren Überlegungen. Da kam eine Idee zur anderen. Einmal, dass diese Sachen also doch südlich sein sollten, um diese Gegenüberstellung zu kriegen in der Topografie. Und dann haben wir angefangen, auf diesem großen Tischplatte mit Sägemehl diese Modellierung zu machen. So mit diesen Dämmen, von denen der Carlo erzählte. Die Dämme haben halt auch wunderbar die Funktion gehabt, die Passanten, die Besucher von den Aktiven zu trennen. Ne? Die Aktiven waren alle auf der unteren Ebene, konnten also sich frei bewegen in ihren Trainingsfeldern und so weiter. Und es gab ja noch keine Zäune. Das war ja auch das Verhängnisvolle, dass es dann später zu diesem Drama führte. Und dann hatten wir ganz lang das Problem, es war verlangt, für das Stadion zumindest die Hälfte zu überdecken, Wetter zu schützen und die beiden anderen Hallen komplett als ganzjährige geschlossene Gebilde zu planen. Und jetzt muss ich nochmal zurückgehen auf den Beginn des Wettbewerbs. Wir hatten keinen Tragwerksplaner. Dann habe ich gesagt, was machen wir denn, Auer, ruf doch mal den Jüdicke an. Da habe ich den Jüdicke angerufen, Herr Jüdicke, wir suchen einen Tragwerksplaner, wir sind spät dran und alle sind vergeben. Hat der Jüdicke gesagt. Darf ich nur eins noch kurz einschleichen? Kann man unterbrechen nicht immer, dann kannst du es nachher machen. Nee, der Jüdicke war ursprünglich Tragwerksplaner. Der kam, das war frisches Blut aus dem Osten, muss man da mal sagen. Der kam mit dem Siegel, unserem besten Statikprofessor, kam der aus, wo kam die her? Aus Erfurt. Erfurt, glaube ich. Ne? Und als Tragwerksplaner, und aber dann renommierter Architektur. Ja, Jüdicke war ja auch also Statiklehrer bei uns. War Statiklehrer also, mit uns. Siegel zusammen das haben wir bei Jüdicke die Balken auf zwei Stützen haben wir gelernt, bei Jüdicke und beim Siegel haben wir dann ein bisschen was Komplizierteres gelernt. Und der Krag. Also gut, Renis sagt, ruft den Jüdicke an. Jüdicke sagt, oh,
das mache ich am besten selber, so wie er seinen Sächsischen da redet. Dann wird es dem Benisch berichtet. Der Benische sagt, wie soll denn das gehen? Der Jüdige hat doch gar kein Büro. Und so, dann habe ich den Jüdige wieder anrufen müssen. Hat der Jüdige gesagt, ja, stimmt, eigentlich stimmt's ja. Also das schaffe ich gar nicht allein. Da muss ich mir überlegen, vielleicht finde ich noch jemanden. Aber ich würde ganz gern mit in euer Team reingehen. Als einfach Berater, das würde mich interessieren. Er war ja bei keiner Truppe dabei. Auch Frei Otto war übrigens bei keinem Team dabei. Und so beim Wettbewerbsteam. Ne? Auch bei uns natürlich nicht. Und dann haben wir mit diesem berühmten Damenstrümpfen da angefangen. Da haben wir erstmal nur beim Stadion, Carlo. Ne? Und da haben wir immer nur dann so Zwischenzwickel gemacht für diese Schalen da. Ne? Da waren immer noch Schalen. Und dann kam der Benisch mal mit dem Jüdigen, die kamen immer mal wieder ins Büro und gesagt, was macht er? Benisch sagt, ihr spinnt ja wohl, was macht ihr da? Hat uns aber immer machen lassen. Ne? Das war eines sein Geheimnis. Ne? Ja, und er hat schon, glaube ich, erkannt, dass da was entsteht, was über das bisherige rausgeht, was wir gemacht haben und gedacht hatten. Ne? Und so. Und dann hat der Jüdige gesagt, also, wenn wir das machen, dann machen wir es übers Ganze. Ne? Das war wieder so ein Durchbruch. Ne? Und dann hat er uns ermutigt zu sagen, diese Gesamtüberdachung dann zu machen. Und dann wussten wir natürlich nicht, wie das geht. Ne? Wir hatten dann nur Montreal. Israel hat gesagt, ja, auch wenn doch da das Dreifache der Spannweite und die Pylone ein bisschen höher, müsste das schon gehen. Das machen wir halt so und so in seinem Schweizer Art. Dann haben wir das gezeichnet. Das war alles noch der Montreal-Pavillon in Hoch 3, ne, sozusagen. Und so haben wir den Wettbewerb dann abgegeben. Und das war ja dieses durchsichtige Material dann, nicht eingefärbt, also nicht so damenstrumpfmäßig, sondern weiß. Und das hat eigentlich die pure Idee nur gezeigt. Und wir wussten aber nicht, wie wir es bauen. Und auch das Preisgericht wusste, sah sich nicht in der Lage. Es hat erkannt, die Qualität des Landschaftsentwurfs, aber sahen sie nicht in der Lage zu sagen, das ist baubar in diesen Dimensionen. Ne? Kannte Montreal. Montreal war vielleicht so, Montreal-Pavillon. Ne? Und wir haben mit 76.000 Quadratmeter dann plötzlich sind wir angetreten. Unwissend, wie wir waren, zum Glück. Ne? Also dann hat Benisch, hat Frei Otto angerufen, aufgrund des Artikels, den Frei Otto da geschrieben hat, wo Frei Otto sagt, das Dach ist baubar, kostet 250 D-Mark pro Quadratmeter. So ging das an. Schluss war es dann 2.500 oder noch mehr pro Quadratmeter. Und dann kam Frei Otto als Berater dazu. Ne? Und wir haben dann damals immer noch rumexperimentiert mit irgendwelchen Strumpfformen und andere engere Stützenstellungen und so weiter. Aber immer noch mit diesem Grundprinzip des leichten Flächentragwerks, wenn man es mal so fachmäßig ausdrückt. Und dann hat die Olympia Baugesellschaft damals, nachdem sie einfach nicht die Sicherheit hatten, wir haben uns dann über Jüdige an die Ingenieure der ganzen Welt gewandt, die dann die um Unterstützung baten, um sich zu versichern, dass das Dach baubar sei, hat dann die Olympia Baugesellschaft dieses Modell genommen, ohne Dach, und wollte es an die vier Preisträger verschicken, um Dachalternativen zu gewinnen, unter anderem auch in Heile. Und wir mussten dann, Benisch musste es dann mit einer einstweiligen Verfügung das Ding abstellen. Ne? Und es ist auch stattgegeben worden natürlich. Und dann kam ja diese Begegnung irgendwann mal mit Heinle und diese Frage der Olympia-Baugesellschaft, ob wir nicht uns mit Heinle zusammentun könnten, mit dem dritten Preisträger bezüglich der Überdachung auf unseren Entwurf. Und das haben wir dann aber eigentlich, konnten wir uns nicht vorstellen, ne? Weil wir dann ein wesentliches Element aufgegeben hätten, der ursprünglichen Idee. Und dann hat Heinle die Größe gehabt, den Schleich auf die Seite zu nehmen. Damals, er war dabei in der Besprechung, Benisch und ich waren von unserer Seite dabei. Und Jüdige weiß ich gar nicht mehr. Egal. Also auf jeden Fall, Heinle hat mir der Schleich jetzt neulich noch mal versichert, ihn zur Seite genommen, in den Garten raus. Schleich hat gesagt, ich kann Ihnen heute noch die Stelle zeigen, wo der Erwin Heinle mir gesagt hat,
das ist eine nationale Aufgabe und Aufgabe. Da musst du dich zur Verfügung stellen. Also der Schleich war ja der junge Mitarbeiter von Leonhard, ja. Und war ja der Statiker von Heinle. Ja. Und nachdem wir mit Heinle nichts machen wollten, waren sie dann, hatte Heinle wohl dann, war doch so großzügig, wie du sagst, und hat zum Schleich gesagt, dann verlasse unsere Truppe und dann geh wenigstens zu dem ersten Preis und mach und so, denen was ordentliches. Ja. Und so kam das dann zustande, diese Arbeitsgemeinschaft. Und vielleicht kann man auch, vielleicht können sie ja wieder rausschneiden. Also jedenfalls die Zusammenarbeit, Auer, Benisch und Partner und Schleich und Heinle und Wischer kam nicht zustande. Und aber der Heinle muss, glaube ich, gute Karten gehabt haben mit den Bauverwaltungen. Ja, es war damals ein großes Büro, hatte schon in Berlin sein Büro und so. Der kam dann hier nicht zum Zug, aber wie gesagt, der hat ja dann das Dorf. Gegen große Proteste natürlich, der Architektenschaft, der Architekten der BDA, Werkbund. Weil es keinen Wettbewerb gab. Ja, ne? Ja. Es war so quasi die Entschädigung so dafür, dass er nicht den Hauptauftrag bekommt. Können Sie auch ausschneiden, wenn Sie. Ja, aber so war's. So, ne? War's, und ich muss aber sagen, also wie gesagt, wir wohnen ja fast alle jetzt im Dorf, unsere Familie. Das war eine unglaubliche Leistung, eine fast Umsetzung einer Vision des Wohnen im 20. Jahrhundert in einer großen Wohnanlage, die aber zwar groß ist und mächtig ist und hoch ist, und aber durch diese Abstufung von hoch über diese Arme nach niedrig und dann eben kombiniert mit einer Landschaftsarchitektur, die heute gar nicht mehr, also Freiflächenplanung, wenn man so will, mit bis ins Detail, bis in die Belege, die Wasserflächen, alles, das ist unglaublich. Das wird man heute nicht mehr bezahlbar, wäre das heute, glaube ich, sowas. Ne? Es ist unglaublich gut gemacht, das ganze Dorf. Aber das ist nur eine Abschweifung. Ich hatte ja, wir hatten, der Fritz Auer und ich, wir hatten je eine Sonderaufgabe bei der Planung. Wir haben uns natürlich in den Gruppen, die Hauptsportstätten bearbeitet haben, ne? Da waren wir zusammen drin, aber wir hatten je noch eine Sonderaufgabe. Der Fritz musste da als Architekt die ganze Dachgeschichte weiterkriegen und mir hatte man die Landschaftsplanung, die Gesamtplanung von der Straßenbahn bis zur Frankfurter Ring da oben, ne? Also praktisch auf die ganze Länge und darüber sämtliche Co-Architekten, Verkehrsplanen, Subarchitekten, Wettbewerbe, die da liefen, Landschaftsplanung hatte ich. Das hieß Gesamtplanung und bei ihm hieß es Dachplanung. Ne? Aber für mich war es immer wichtig, dass diese Riesendimension, also wir waren ja dann später auch zu den Spielen in Mexiko und so weiter und vorher in Tokio, also dass diese solitär stehenden Arenen, die ja auf Null aufbauen und dann alles in die Höhe geht, also nicht mal nach unten sich entwickeln, dass die einfach eine enorme Bedrohlichkeit in Richtung Hexenkessel entwickelt haben. Und hier hat eigentlich auch immer, und das waren auch die Besucher und die Gäste, die das immer besucht haben, später auch, haben sich immer gewundert und gesagt, das ist eigentlich gar nicht monumental, das ist eigentlich gar nicht so groß, ne, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das kommt daher, weil diese muldenförmigen Einbuchtungen ja wieder als Landschaftselement verstanden werden, als erlebnishaft, was man eben auch aus der Landschaft, im Tal und Berg und so weiter, wo auch große Dimensionen da sind oder im Gebirge, aber wo die eigentlich eher akzeptiert werden, als wenn die man-made so quasi auf die platte Erde gesetzt werden. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis und das hat da viel, viel geholfen, diese Anhebung dieses Niveaus auf diese Höhe, um das zu ermöglichen. Und diese Krater sind ja dann nur im äußeren Bereich jeweils ergänzt worden um Kunstbauten, um
Tribünenbauten und so weiter. Ja. Und dazu, das zu steigern, das war ja ganz wichtig, die Monumentale wegzukriegen. Da gibt es dann auch viele Kunstgriffe, ne, die dem Architekten zur Verfügung stehen. Ne? Und das sind auch zum Beispiel dann, wenn man sich das jetzt grün vorstellt, wir haben ja dann zusammen mit dem Röhrig, ne? Da hast du, glaube ich, die Sitze da entworfen, ne? Diese grünen Kunststoffsitze, die das ja genau das noch steigern, was der Auer gerade sagte. Ne? Also das war ganz wichtig. Wir haben erstmal, als wir nach München kamen, haben wir gesagt, so ein Scheiß, Entschuldigung. Wir sollen da in diese Baracken da raus. Da gehen wir nicht hin. Da gehen wir nicht hin. Wir mieten uns eine Villa. Ja? In der Destouche-Straße haben wir angefangen, da hat der Isler sein martialisches Drahtmodell, wo er zeigen wollte, wie die Kräfte auf die Seilnetz wirken und so weiter, dort aufgebaut. Da war schon mal das halbe Büro belegt und wir wurden ja immer ganz schnell immer größer. Ne? Und dann haben wir gesagt, Gottes Namen, wir ziehen halt da raus. Und das war eigentlich ein richtiger Schritt. Ne? Denn dort saßen alle Beteiligten in diesen sogenannten Baracken da, in diesen Fertigteilbaracken da drin. Und man hatte ganz kurze Wege der Kommunikation. Da sind die Entscheidungen gefallen hier. Da hat der Aufsichtsrat immer drin getagt. Da waren auch die wichtigsten Modelle ausgestellt. Und wir hatten, was noch dazu kam, wir hatten irrsinnig gute Faschingsfeste dort veranstaltet, da draußen. Wir hatten manchmal das Büro eine Woche lang lahmgelegt. Da muss man auch wieder sagen, es muss doch dem Benisch also irgendwie unheimlich gewesen sein, dass wir da nachts dann, wir haben dann so verrückte, alle Jahre wieder das Fest der Weißen Mieder oder irgend sowas, oder ein Fasching hieß, nicht, also mit weichem B, Benis et Patres, ein Klosterfasching. Und es waren also legendäre Faschingsfeste. Es war aber auch so ein Ventil. Die Planungsmannschaft, zum Beispiel unsere Co-Architekten, das waren doch die Österreicher, Domenico und Huth und solche Typen, ne? Die sind ja viel zu spät zu ihren Frauen über die Alpen nach Österreich gefahren am Wochenende und sind montags wieder zu spät gekommen. Also vormittags kamen die gar nicht und hatten wahrscheinlich nie genug geschlafen. Und es waren ja irre Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel das Stadion war schon im Bau, die unterste Ebene war schon im Bau und da haben die FIFA, die Fußballleute gemerkt, dass diese Umkleiden nicht funktionieren. Ach, ursprünglich war es nur eine olympische Planung und dann kamen sie auf die Idee, da muss auch Fußball rein und das entsprach das nicht mehr den Regeln, wo diese Feinde da, diese getrennten Mannschaften, also die brauchten eine ganz andere Umkleidelösung. Das Ding war im Bau, die untere Ebene war schon betoniert und da musste eine Ebene drunter geplant und gebaut werden. Und alles, und der Endtermin für die Anlage lag ja fest. Ne? Also ich wollte nur sagen, man war wahnsinnig unter Termindruck. Und was der Fritz gerade so begeistert erzählt, ich glaube, das waren solche Ventile, ne? wo die dann da raus sind oder da draußen Feuer angemacht haben. Wir haben Modelle verbrannt. Ja. Wahnsinnig. Modelle. Die heute die Demonstranten. Ne? Und das müssen, da waren auch die Österreicher immer sehr dran beteiligt. Ohne die Politiker wäre es nicht gekommen. Ohne Strauß und Vogel und Daume, die drei Leute, wäre es nicht gekommen. Also da wäre es nicht so weit gekommen. Pöhner und die bayerische Staatsverwaltung wollten das eigentlich immer töten. Und der Strauß hat das Wesentliche erkannt. Der hat weiter bemblickt. Muss man ihm lassen, ne? Ich glaube, der Benisch auch, ne? Der Benisch hat dann Schimek angehauen. Benisch hat Schimek immer seit Ulm oder vor Ulm vielleicht sogar schon geschätzt. Ja. Einfach als Landschaftsarchitekt, der kein Designer war in dem Sinne, ne? Sondern der hat inhaltlich gearbeitet. Und wie Sie sagten, ne? Also er hat ja dann eine Professur gekriegt in Kassel an der Gesamthochschule. Und er war da in dieser, das war ja 68, ne? Also bei uns
ging, als in München, also bei mir, ging 68, die 68er Bewegung ging völlig vorbei. Ja, auch die Schwabinger Krawalle und so weiter haben wir nicht mitgekriegt. Doch, unsere Frauen hatten so kurze Röcke. Ja. Und wir haben da draußen geschrubbt halt. Ne? Ja. Und war drumherum war eigentlich alles, es war wie exterritorial. Ne? Und das Ganze, was wir da machen mussten. Und wir haben gearbeitet immer bis in die Nächte rein, muss man schon sagen. Und Jimmy kam von Kassel und hat halt diese ganzen neuen Ideen aus der Studentenbewegung und so weiter. Brandt hat damals gesagt, mehr Demokratie wagen und so weiter. Brandt war übrigens auch auf der Baustelle damals. Und das war diese zweite Aufbruchstimmung, ne? die dann auch gerade Cimek dann vermittelte mit seinem, wenn wir es so sagen wollen, demokratischen Grünen, also die Benutzbarkeit der Landschaft. Ne? Aber nicht die Abnutzbarkeit, sondern die Benutzbarkeit. Ne? Und Cimek war einfach kongenial zu unserem Entwurf, dann zu unseren Ansätzen. Ne? Der hat es einfach mit dem Carlo, ne? Also ihr habt es ja aufgenommen und Cimek hat es einfach weitergedacht. Bis in die Baumstellungen rein, bis in die Baumsorten rein zum Beispiel. Ne? Er hat am Berg ganz niedrige Latschenkiefern gepflanzt, um diese Dimension des Berges nicht zu schwächen. Damit der Berg größer wirkt. Größer wirkt und wenn dann Menschen drauf standen, dann sahen die plötzlich aus wie Riesen da oben. Ne? Also so ganz eigenartige. Oder er hat auch wieder verrückt für Cimek oder für Landschaftsarchitekten. Er hat dieses Leitgrün, ach, das müsstest du eigentlich erzählen, ja. Aber ist egal. Er hat bestimmt das Leitgrün, das war die Linde. Die war vorgezogen in der Stadtgärtnerei schon, ohne zu wissen, dass Olympia kommt. Ne, der Stadtgärtner Wurzer. Ja. In riesen alten Bierfässern hatten die lauter Linden gepflanzt. Die konnte man dann direkt verpflanzen hierher. Und die hat er in einem demokratischen Raster, würde ich gerade sagen, im geometrischen Raster. Ja. Er hatte ein Landschaftsarchitekt, der plötzlich geometrische Raster über eine quasi freie Landschaft. Wir haben die freie Landschaft propagiert und der Jimmy kam mit geometrischen Rastern. Hat es aber auch gut begründet. Aber da kann ich einiges dazu erzählen. Das muss ich eigentlich sagen. Ja. Ne? Also nach außen hin ist ja meiner Meinung nach der Anteil von Freie Otto, zumindest was die Publikation, was die Fachpublikation betrifft, ist der Anteil von Freie Otto sehr hoch gespielt beim DACH. Ne? Das kann man nicht sagen. Also wenn du es richtig siehst, dann ohne ist Freie okay, Otto wäre das Dach nicht entstanden. Ja. Um es mal ja, klar, zu sagen. Benisch wollte sowieso nicht. Und sein Wort war zumindest auch allein schon ein gewaltiges Wort. Ne? Er hat das Dach gerettet, der Freie Otto. Na gut, da geht es. Aber das ist ein anderes Thema. Da gehen wir gleich das erzähle ich. Aber du musst jetzt zum Cimek sagen. Ja, ich wollte ja zum Cimek überleiten. Okay. Und da ist es also so, dass der Cimek, der Landschaftsplaner, hat das gemacht. Also ich kann nur das Wort kongenial wiederholen. Ne? Ich kannte ihn schon von Ulm her, wir haben uns auch menschlich verstanden. Ne? Und vieles von diesem demokratischen Grün, er hat vielleicht auch ein paar gute Begriffe von seiner Hochschultätigkeit aus Kassel, ne? Hat er diese 68er Begriffe gehabt. Ne? Aber im Konzept war das schon drin. Diese Erholungsberg oder keine Zäune und wie können die Leute an die, da im Wohngebiet an den Wellen lungern, das war alles schon drin. Man muss eher sagen, dass der Cimek das Landschaftsplanerische, dass er es konkretisiert und noch verstärkt hat. Ne? Zum Beispiel welche, jetzt kommen wir auf die Bäume auch, ne? Welche Grassorten gibt es hier? Gibt es Bereiche hier, wo nur Wasser ist, wo die auch wirklich ruhig sind, also wo Menschen zum Beispiel lagern können, ohne gestört zu werden und träumen oder Vögel zwitschern hören, während andere Bereiche waren ja durch den Verkehrslärm da gestört. Ne? Und das zu detaillieren und differenzieren, das war seine große Stärke. Ich hatte mir die Baumgruppen immer so vorgestellt, wie schöne Baumgruppen sind, mal ein hoher, mal ein niedriger und mal so. Ne? Und nachdem wir im Residenzgarten waren, dann kam das geometrische Prinzip, was der Fritzauer gerade angesprochen hat. Ne? Und gesagt hat, ja, das wird ja dann später so, die wachsen ja ein bisschen anders, die Bäume. Ne? Aber wir haben doch eine saubere Ordnung drin.
Und also, da hat er mich dann breitgeschlagen. Ne? Das habe ich dann also auch eingesehen, auch das mit den niedrigen Bäumen da oben. Also ich wollte nur sagen, es war eigentlich eine sehr kongeniale Zusammenarbeit mit dem Günter Tschirmeck. Ne? Durchbruch kam mit Frei Ottos Vorschlag, die gesamte Dachfläche zu gliedern in ein Primärseilwerk, also geradlinige Seile, Seilbinder sozusagen, und in diese Seilbinder dann eben einzuhängen, diese sattelförmigen Netzflächen. Das war die Entscheidung, also dass diese kontinuierliche Dachfläche, die wir im Wettbewerb vorgesehen hatten, mit ganz wenigen Pylonen, viel zu wenig, die aufzugliedern. Und dann entsprechend eben auch montabel zu machen und so weiter. Da ging ja unheimlich viel Know-how dann in diese Entwicklung rein. Also, und für mich, also um es vorwegzunehmen, ist natürlich oft gefragt worden, würden wir das heute nochmal so machen? Wenn ich einen Schleich frage, sagt er, das ist heute gar nicht mehr möglich. Das müsste alles, obwohl hier dreifache Angstzuschläge reingebaut wurden, ne, in die Dimensionierung der Pylone und so weiter, sagt Schleich heute, es wäre so nicht mehr machbar, die Sicherheitsanforderungen wären noch höher geworden. Als wäre noch, uns waren die Pylone schon immer zu dick. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein bahnbrechendes Modell wäre. Es gab verschiedene Überdachungen, dann Eissportflächen und auch andere Stadien und so weiter. Auch Montreal hat er dann mit seinem Stadion noch über den Talibert noch eine große, leicht gespannte Konstruktion gemacht, die anders aussah. Aber es war eigentlich, es ist dann schon diese Einmaligkeit geblieben. Es ist keine Pionierleistung gewesen für eine Daueranwendung im gebräuchlichen Sinn, vielleicht auch zu teuer dafür. Die leichten Flächentragwerke sind ja erkauft durch enorme Unterbauten, die man heute nicht mehr sieht in der Erde. Benisch hatte, ich sage jetzt mal, Benisch persönlich hatte Probleme mit Frei Otto, weil Frei Otto natürlich auch sich oft als Star gegeben hat und als Allwissender. Ne? Also er hatte mit Leonhard sich angelegt, Frei Otto, über die Seilnetzgröße, die Maschenweite und alles Mögliche. Also er wollte partout sein. Wir haben manchmal gedacht, vielleicht hat er da einen Gebrauchsmusterschutz drauf auf seinem Montreal-Prinzip. Schleich hat das ja alles verändert, dann viel baubarer gemacht und besser gemacht. Also, und Benisch hatte ein Problem eben mit, damals mit, Frei Otto war nach außen hin uns gegenüber immer sehr kollegial und so weiter. Aber er hat schon seine eigenen Wege gegangen. Also ich muss ein Beispiel berichten. Ich war dann bei ihm für eine Woche in Berlin. Damals hat er sein Atelier noch gehabt in Seelendorf. Und da ging es also darum, um dieses Prinzip, was er vorgeschlagen hat, diese Trennung von Primär- und Sekundärkonstruktion, daraus wieder eine Gesamtheit zu entwickeln. Das habe ich dann dort gemacht. Es gab so ein segmentiertes, war ein bisschen zu stur. Und dann habe ich gesehen, dass er parallel, das Modell ist am Architekturmuseum, ein Modell gebaut hat, so wie er sich es vorstellt. Und das ging aber weit über unseren Entwurf raus, auch in der Landschaft. Das war alles verändert. Und da war ich ziemlich entsetzt, habe das auch Benisch berichtet und gesagt, also es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Frei Otto da in der Richtung was verändert. Also da gab es immer schon Konfliktstoff. Ne? Und Benisch selber war es nicht so recht, dass viele nur über das Dach gesprochen haben. Hat er eigentlich durchaus recht gehabt. Also wenn man das so als Gesamtwerk sieht, dass das Dach immer so rausgehoben wurde. Ne? Bis hin heute, dass es ein praktisches Werk von Frei Otto ist, das Ganze. Diese Umkehrung der Tatsachen. Ne? Also da war Benisch sehr empfindlich und Frei Otto hat sich ja dann auch letztlich gegen Schleich, muss man sagen, bei zwei Dingen durchgesetzt. Einmal, dass er, die haben sich dann so verglichen sozusagen, dass Frei Otto nach seinem Prinzip der bisherigen Messmodelle Montreal die Schwimmhalle-Überdachung machen konnte. Und er hat sich also mir gegenüber dann quasi ultimativ
Ausbildung, dass er die Zwischenteile, die jetzt heute so ein bisschen rumzappeln, da machen kann. Ne? Und was halt ganz wichtig war, was wieder auch in Richtung Kontramonumentalität geht, bei dieser riesen Dachfläche, dass sie eben immer wieder in direkt greifbare Nähe der Menschen kommt. Ne? Also, dass du es anfassen kannst, du kannst dich drauf verewigen auf den Plexiglasplatten, was die auch viele machen und so. Und dadurch, dass auch seine Monumentalität und seine Unnahbarkeit eigentlich verliert. Ja, das haben wir ganz gezielt gemacht, dass das große Ding, dass das irgendwann anfassbar ist. Ne? Also hier vor allem. Da ja, das war ganz gezielt. Und es hat sich prompt auch gezeigt, dass der Laie das genau kapiert. Was sind das für Kabel, was sind das für Kräfte, die da an der Erde verschwinden. Und sonst hat man oft ein monumentales Gebäude, was nur so vor einem steht, wo man gar nicht angreifen kann. Da waren ja die Spiele in Mexico City und da hat man halt gesehen bei den Übertragungen, die hatten ja also ein geschlossenes, dichtes Dach und es hat einen Mordsschatten geworfen. Und immer gerade bei Fußballspielen und so weiter mussten die Kameras immer ihre Blenden wieder aufziehen, wenn der Ball und die Spieler in den Schatten und dann wieder. Und dann kamen die Röhm-Leute, so eine junge Whiskits-Gruppe da, so drei Leute kamen von Röhm irgendwann mal zu uns ins Büro und sagten, also wir hätten eine Lösung, dass wir ein transparentes Dach anbieten können. Ne? Und dann kamen die und haben mit so kruden Modellen erstmal kamen die an, das war alles so ein bisschen zusammengeschlossert. Aber die haben dann mit denen zusammen, haben wir dann mit Schaub, dem Bauphysikpapst und so weiter, haben wir dann ein Material entwickelt, oder Röhm im Wesentlichen, was also diese Bedingungen der Branddirektion, der Münchner Branddirektion erfüllte. Also nicht brennend abtropfen, nicht weiterbrennend und sich öffnend im Brandfall. Das war der entscheidende Punkt, dass die Branddirektion, und da muss man auch wieder sagen, da waren einfach Menschen da, Personen, Persönlichkeiten, die Verantwortung übernommen haben. Ne? Dieser Branddirektor Segerer hieß er, glaube ich, in München damals, oder der Leiter der obersten Baubehörde, der Vater vom Norbert Koch war damals der Leiter der obersten Baubehörde. Was die auf sich genommen haben, persönlich an Risikoverantwortung, das ist erstaunlich. Ne? Als Vogel von Rom zurückkam, ist er eigentlich wie ein Triumphator in München empfangen worden, dass die Spiele nach München kommen. Da gab es keine Bürgerbewegung, Kontrabewegung oder sowas. Das gab es damals nicht. Das war, ich glaube auch gar nicht, dass es jetzt so, dass alle Bürger jetzt zur gleichen Meinung waren wie Vogel. Also das könnte also ein Zeugnis werden für die neue Republik und so. Aber ich glaube, es war eine Freude, dass München jetzt stärker, also die Bevölkerung hat vielleicht gar nicht mal so weit gedacht, dass sie sagten, na, da kriegt man ja vielleicht mehr U-Bahn und neue Wohngebiete und so, das, was dann alles mit im Zaumzeug kommt. Sondern ich glaube, es war eher so, dass die Menschen sich freuten, dass jetzt München so eine Auszeichnung zugesprochen wird im Voraus und München damit eine ganz andere Bedeutung quasi fast auf der Weltkarte dann bekommen könnte. Und so ist ja auch gekommen. Ne? Ja, wir haben sehr lustig. Da ist was verbaut worden an Stein. Ne? Oh, aha. Wir gehen jetzt ins Dunkle. Geht's noch höher? Wir sind im Turm. Geht aber noch höher. Nee. Und so ähnlich sehen dann werden unsere Sachen auch gehortet. Das ist wie in den Katakomben von Neapel. Ja, aber schön gehortet. Oh,
geht weiter. Der Beruf ist sauber komprimiert, muss man sagen. Schön. Das sind alles Penisrollen. Vorsicht, hallo. Der da. Was ist das? Ah ja, München. Olympiade Stadion, zwei Planstücke. Ja. Da. Penis ohne H geschrieben, das haben wir gern. Das haben wir gern. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin, ist schön. Aber die ist so, zumindest nach unserem Entwurf, die Gebäudeform ist. Sind wir da, wo es da weitergeht? Halt mal, lass uns ja, Olympiagelände. Drei Blatt. Ah ja, da ist ja schon deine Zeichnung. Genau, die wollte ich haben von der VW Strobel, ne? Und die hat die aber dann gemacht. Und das ist schön, das sind da so handschriftliche Bilder. Ja. Aha, haben sie schön aufgehoben, der Herr. Das ist aber schön, da muss man sehr aufpassen. Ne? Muss man jetzt sehr aufpassen, ne? Ja. Hallo. Jetzt müssen wir die weißen Handschuhe anziehen. Ja. Das ist nicht von dir, von wem ist denn das? Hast du sofort erkannt, ist nicht von mir. Nee, wer könnte das sein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist nicht von dir. Aber ich kann nicht aus unserem Büro. Aber Benisch und Partner steht da. Was ist das überhaupt? Das ist das Nordgelände. Hier ist die See. CK, Zentrale Hochschulsportanlage Dorf. Das Dorf sollte auch einen See kriegen. Das ist ja, hat auch einen See, hat einen See. Sehr frühe Stadion. Das ist wieder von dir. Das ist ein Zentrumbelege, natürlich, klar. Ja, das ist wieder ein richtiger Arbeitsplan, ja, ja. Ja, ja. Bäume. Das ist ein richtiger Arbeitsplan. Schön. Schön. Da stehen vor unserem Werk und weinen. So schön beerdigt. Olympiazentrum, Stadion, Wand, das sind lauter Einzelpläne. Schwimmhalle ausführen. Oh, die sind aber gut katalogisiert. Ne? Ja, die drei Hauptgebäude, klar. Ja, Schwimmhalle, Ausführung ungültig. Aha, okay. Schwimmhalle war da. Aber was haben wir da noch drin? Ausführungsplan. Machen wir weiter oben. Also mich beeindruckt, dass Kaffee Ruf, am Berg. Sepp Ruf interessant. Mit seinen zwei Kisten. Hallo, Kaffee am Berg. Ja. Warte mal, machen wir da. Wessen Schrift ist denn das? Das ist von der Archivarin. Wer ist das? Kowalski. Das waren auch die Kala-Sachen. Kala Kowalski. Ja. Tatsächlich. Wenn die Kala das wüsste, gell? Oh ja. Was war das für ein? Da. Ja, ja, ganz. Ja, war so typisch. Ja, ja, typisch Kala. Da haben die Kosten gerochen. Ja. Und dann haben sie es gecancelt. Schön. Schön. Auch schön gezeichnet hat. Ja, ja. Muss man hier lassen. Ja. Was ist da noch? Großer Schuttberg, Mitte, Höhlenbeleuchtung, Wegeführung, PAS, ja. Ja. Projektgruppe Architektur und Städtebau. Ja, ja, klar. Okay. So. Du machst schön. Ja. Jo.